Ja, hallo, liebe Freunde von Schulhochprogramm hier. Heute zum spannenden Thema PyScript. Wir wollen hier zusammen so ein kleines Beispiel erstellen. Man kann also jetzt in HTML so einen Python-Code hier ausführen. Ja? Wie man das macht, wollen wir mal so ein kleines Beispiel hier machen. Ja? Geht also zunächst hierher und geht auf die Seite pyscript.net, ja. Dann geht ihr auf Install, ja, und kopiert euch diesen Code hier, ja, den braucht ihr. Gehe ich auf Kopieren und wir gehen jetzt auch rein in Visual Studio Code und legen eine neue Seite hier an. Zack. Und nennen sie index.html. Ich klicke die Enter-Taste und es wird mir hier so ein neues File hier geöffnet. Ja, jetzt braucht ihr die Grundstruktur. Ja, die kriegt ihr, indem ihr das Ausrufezeichen hier macht. Ja, und jetzt die Enter-Taste klickt. Und schon habt ihr hier die HTML Grundstruktur. So. Jetzt haben wir ja gerade erst die ganze Sache hier kopiert, ja. Und wo muss das jetzt rein? Das müsst ihr hier reinmachen, über dem Head-Bereich, ja. Die hier in Zeile 8. Ich gehe jetzt auf Steuerung V. Und hier wird das Ganze hier jetzt eingefügt, sozusagen, ja. Also sehr cool. Und wo kann man jetzt den Code schreiben? Ist klar, das macht ihr hier wie gewohnt im Body-Bereich. Ja. Nur ist es so, dass ihr jetzt eben PyScript hier eingibt. Ja. Ich habe ja so ein kleines Beispiel hier schon vorbereitet, damit das Video nicht so lange geht. So, ich gehe auf Steuerung V. Ja. Ihr seht also, hier wird PyScript habe ich da geschrieben, ja, und oh, das ist der cool, dass das funktioniert. Ja. Wir schreiben hier zunächst mal, oh, das ist der cool, dass den Text wollen wir hier ausgeben, ja. Und ihr seht schon, hier wird PyScript also eingeleitet und hier ist es abgeschlossen. Abgeschlossen ist immer, wenn hier so dieser Schrägstrich ist, ja. Ist hier auch wie im Body-Bereich oder im HTML-Bereich. In der Schrägstrich ist es etwas abgeschlossen. So. Jetzt müsste es uns das Ganze hier eigentlich anzeigen, ja. Das gucken wir mal. Und zwar habe ich hier den Live-Server hier drauf. Den kriegt ihr, indem ihr hier auf Extensions geht, ja. Klickt also auf Extensions und gebt einfach Live-Server ein, ja. Und dann kommt dann Install, ja. Und den installiert ihr. Und dann habt ihr hier rechts unten den Port 5500, weil den braucht ihr, um das Ganze jetzt hier anzugucken, ob das jetzt funktioniert. Ich klicke da jetzt drauf, ja, und wir schauen uns das an. Und jetzt müsste uns eigentlich der Text, oh, das ist der cool, hier ausgegeben werden. Es wird also spannend hier. Nur ist mein Rechner heute irgendwie ein bisschen langsam. Bin ich mal gespannt, ob das hier jetzt funktioniert, weil eigentlich müsste es hier jetzt den Text hier angeben. Ja. Wenn alles gut geht, sage ich mal. Und ihr seht, oh, das ist der cool. Funktioniert ja auch. Ja. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel verändern wollt, ja, könnt ihr hier rein. Ja. Oh, das ist ja cool, dass das jetzt funktioniert. So, wenn ihr jetzt den Text zum Beispiel ändern wollt, ja, dann kann man hier wieder in den Live-Server gehen und dann wird auch das hier letztendlich angezeigt in der Ausgabe. Ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dass das ja, dass man das jetzt hier so anzeigen kann, den Python-Script sozusagen, ja.
müsste so eigentlich gleich hier angezeigt bekommen. Und ihr seht schon, es funktioniert. So, das war eine kleine Demo hier und ich hoffe, euch hat es gefallen und macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.